Hallo Freunde, hier ist wieder Manni Kozlowski. Herzlich zurück beim Eurotruck Simulator 2 und was ihr hier seht, das ist der Schwertransport, den wir von Afrika nach Russland bringen und das sind insgesamt 4534 Kilometer. Das heißt, es wird etwas mehr als eine Folge wahrscheinlich und weil das Ganze ist weiter als die ganzen Strecken, die wir bisher zusammen zurückgelegt haben. Aber naja, ist ja egal, das ist ja nicht so schlimm. Dann sehen wir auf jeden Fall von der Welt. Was ein bisschen doof ist, dass dieser Auftrag hier abends um 22.13 Uhr beginnt. Weil dann sehen wir nicht wirklich was von der Welt. Dann sehen wir nämlich nur eine dunkle Karte. Und deswegen werden wir mal eine kleine Pause einlegen. Das heißt, ich koppel jetzt mal ab. So. Und lass den Hänger hier stehen. Und dann werden wir mal ein kleines Stückerl fahren. Bis zu einer Stelle, wo wir rasten können. Ich habe extra den Hänger stehen lassen, damit wir hier nicht groß rangieren müssen mit dem Ding. Den können wir nachher ankoppeln, wenn wir zurückkommen. Wie sieht's aus? Ach, bis der da ist. Bis der da ist, ne? Bis der mal da ist, Alter. Ja, da ist er. Da ist er noch lange nicht da. Nee, was soll ich sagen? Ach so, ja. Wir fahren also jetzt hier vorne zu dieser Werkstatt. Die ihr da seht, dieses rote Feld mit dem weißen Schraubenschlüssel drin, das ist die Werkstatt. Und da können wir uns hinstellen, da kann man nämlich übernachten. Aber natürlich nicht mit dem Schwertransport, aber mit der Zugmaschine. Und da werden wir dann auch übernachten. Und dann, wenn wir ausgeschlafen haben, holen wir uns unseren Hänger wieder. Und dann startet die große wilde Fahrt von Rediev nach Schüsselburg, genau. So. Ach, hier sind wir ja schon. Dann fahren wir mal hier rein. Jawohl, da steht schon einer. Ob der hier übernachtet, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ich übernachte jetzt hier. So. Gute Nacht, Freunde. Ja, wir haben hellen Tag. Das freut den Manni. Da kann er sein Licht ausmachen, da spart er Strom. Da sollte der Manni vielleicht mal seine Spiegel anmachen, wenn er rückwärts fährt. Das hat schon viele, viele Unfälle verhindert. So, Manni. Jetzt kannst du dir deinen Trecker wiederholen, deinen Hänger. Da ist so gut wie frei, da auch. Kann man fahren, bevor es voll wird. Husch, husch, schnell, schnell, Isabel. Ich sehe sie dann nämlich schon angefahren kommen da hinten. Die wissen genau, wann wir da sind und dann machen die ruckzuck die Straße dicht. Das nennt man künstlich einen Stau verursachen. Da machen die ganz gerne hier in dem Spiel. Naja, was soll's. Ich glaube, da wo die grüne Fahne ist, da ist unser Hänger. Da müssen wir hin. Da fahren wir auch mal dahin. Hänger, wir kommen. Warte, halt noch aus. Wir kommen. Wir befreien dich aus deiner misslichen Lage. Das kriegen wir hin. So. Jawohl, ja, hier ist er. Na komm, dann lassen wir den noch durch. Wir sind ja furchtbar nett. Außerdem, weil der von GLS. GLS sollte man immer durchlassen, habe ich gehört. Ja, da steht er ja. Na guck. Ist nichts dran gekommen. Ist nicht weggefahren von alleine. Wollen wir einfach einen anderen nehmen? Da gibt es bestimmt ein paar Reklamationen. Aber, mein Gott. Ne? Was soll's? Ein paar Reklamationen sind ja nicht schlimm. Das ist aber die Money nicht ungewöhnlich. Na komm. Häng dran, das Ding. Ah. T. Ankoppeln. So, so sieht das Ganze dann aus. Ist angekoppelt? Jupp.
Na dann, gute Fahrt. Na, wollen wir mal. Die große weite Welt ruft. Ich würde sagen, Manni, machen wir mal die Finger aufs Klavier. Genau, so ist es besser. Ba-ba-da-dum. Da-dum-da-da-da-dum-da-dum-dum. Da-dum-da-da-dum. Naja, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein hier, so wie der da dran hängt. Aber das kriegen wir schon. Ba-dum-ba-da-dum. Ba-ba-ba-da-bam. Jawohl, ja. Hat er ihn jetzt überholt für mich? Okay, dann mach das. Dann kriegen wir wenigstens was für die Augen zu gucken. Jawohl, ja. Ach, der war aus Holland. Hallo. Guten Mittag. Moin, moin. Ah, da war wieder der mit dem Hubschrauber. Den haben wir doch im letzten Teil schon gesehen. Der Herr von Redief mit seinem Hubschrauber. Oh, da sind wieder die springenden Pferde. Da muss man aufpassen. Da sind springende Pferde unterwegs. So ein Schwertransport ist schon was anderes als diese, was hatten wir letztens gefahren, diese Vakuum-Cleaner-Dinger. Da merkt man auch schon einen Gewichtunterschied. Schleudergefahr, das ist ja genau richtig. Da sind wir ja genau richtig hier. Das schleudert ja unheimlich hier. Ach, der DPD ist ja auch unterwegs. Ja, guck keiner an. Wer hätte das gedacht? Dass die Jungs auch hier rumfahren. Der deutsche Paketdienst. Kurz vor RDF. In Afrika. Da hat einer was von Neckermann bestellt. Oder, nee, Neckermann gibt es ja gar nicht mehr, glaube ich. Neckermann gibt es überhaupt nicht mehr. Schon ewig nicht mehr. Der gute alte Neckermann. Der Springreiter. Wie viele Goldmedaillen hat er geholt für uns? Damals. In den 70er Jahren. Ja, und jetzt? Was ist? Neckermann Reisen gibt es, glaube ich, noch, oder? Gibt es den auch schon nicht mehr? Ach, wer weiß das schon so genau. Zeit rennt, die Sachen kommen und gehen. So ist es doch. Da guckst du mal zweimal nicht hin, da hat sich schon wieder viel verändert. Mann. Aber ein LKW bleibt ein LKW. Und das ist eine gute, ehrliche Angelegenheit, sagt der Manni immer. Ein Truck ist ein Truck, ist ein Truck. Genau, Manni. Das ist mein Held. Da fährt er dahin. Der Trucki-Mann. Manni Truck. Oh, schon eine ganz schöne Schlange hinter uns. Oh ja, wen stört, der kann ja überholen. Aber nichts gegen. Hat den Manni, der hat auch nichts gegen. Ich fahre nicht extra so langsam, das ist hier ein bisschen bergig. Aber wenig Power drin hier. Ja.
Muss ich mal aufpassen von vorne, dass da nicht noch einer kommt. Einmal macht der Chipper die Depper. Und dann haben wir einen kleinen Kratzer im Lack. Das wollen wir ja nicht. Da wäre nicht so schön. Aber der Manni macht das schon. Ich sehe schon, der Manni macht das schon das Ganze. Mann. Also wenn wir hier irgendwo in Alpen oder sowas kommen oder hier in irgendwelche Gebirgszüge, dann werden wir aber noch das blaue Wunder erleben hier mit der Zugmaschine. Da ist es leicht untermotorisiert. Der hätte auch mal gut und gern noch 200 PS vertragen können. Berg abgeht. Da geht sogar ziemlich gut, weil der Karren hinten ganz schön drückt. Da geht wunderbar. Also Berg runter können wir uns nicht beschweren. Da geht es richtig gut ab. Oh. Was war das denn nochmal? Mann, meinst du, ich weiß ja noch, was das für ein Lied ist? Ich komm nicht drauf. Nicht zu glauben. Ganz bekannt. Ich hab die Liste selber erstellt und komm nicht drauf. Ja, das ist ja toll. Man braucht ja keinen Fragen. Ja. Ach, das ist Diablo, ne? Kann das sein, dass das Diablo ist? Ich glaube, das ist Diablo. Hier ist eine schöne, ruhige Musik. Beruhigt einen. Hab mir das Gefühl, kann nichts passieren. Alles ist gut. Alles wird gut. Wir werden unser Ziel sicher erreichen. Macht euch keine Sorgen. Money ist bei euch. Oh, hier ist eine Grenze. Ich glaube, jetzt kommen wir, glaube ich, nach Tunesien oder so. Kann das sein? Ich glaube, wir sitzen bei Tunesien. Jetzt wird alles gut. Wir sind doch in Gafsa, oder nicht? Also hier sind wir in Gafsa. Ich kenne dich da sofort. Hier die Palmen, hier, die kenne ich da alle mit Namen. Gafsanische Palmen. Wer kennt sie nicht? Alle kennen sie, alle lieben sie, die gafsanischen Palmen. Da. Und da noch mein erster Aufenthalt und trotzdem habe ich jetzt sofort erkannt. Oh, Amp. Na dann. Ganz schön mal zu ziehen, der Manni. Der Manni Kozlowski. Und los geht's. Auf geht die wilde Fahrt. Oh, mal hinten Spiegel. Hier so im Städtchen, damit wir sehen, was so hinter uns los ist, wie die Welt zusammenbricht. Nicht, dass wir denken, wir sind die Top-Fahrer und hinter uns Shepherds. Wie bekloppt. Ein Männchen. Das ist ja schön, ne? Wie wir dann jetzt praktisch alle drei mitnehmen, alle drei Karten. Wir fahren also jetzt von der TSM. Fahren wir in die normale Karte rein von Euro Truck Simulator. Und danach fahren wir dann in die zweite Mod in die Russlandkarte rein. Das ist doch cool. Das
finde ich schon echt cool, kann ich nicht anders sagen. Gefällt mir sehr gut. Vom Wüstensand zum Ostseestrand, so ungefähr. Darauf leuchtet doch hinaus im Endeffekt. Wenn ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lege, aber ich meine, wäre irgendwo in der Nähe von der Ostsee. Ach, siehst du, wir hätten nochmal den 5-Cent-Diesel mitnehmen sollen. Aber doch nochmal gedankt. Ah ja, ist ja egal. Wenn nicht unser Geld, wir kriegen das ja erstattet. Wäre jetzt unser LKW wäre, dann müssten wir selber bezahlen, das tanken. Dann wäre das schon interessant, aber so. Wir bezahlen keine Fähren, keine Maut, wir bezahlen kein Tanken. Nur Knöllchen bezahlen wir, wenn wir welche kriegen. Aber das tun wir ja nicht. Schließlich ist man ja ein Top-Fahrer, ne? Man muss keine Gedanken machen. Manchmal dann schon ein bisschen schnell vielleicht, aber der passt schon auch, der Manni. Wir bauen auf ihn. Mann. Und Manni kannst du dich lassen. Verlassen. Auf jeden Fall. Er ist schon auf jeden Fall ein kreativer Mann. Der Manni. Und schon wieder werden wir überholt? Nö, doch nicht. Hat er sich nochmal überlegt. Naja, na. Oh, guck mal hier. Oh, blinkt das grün oder blinkt das, weil da was kommt? Das sagt mir gar nichts. Können wir jetzt anhalten? Oh, ich fahr mal rüber. Wenn der Zug kommt, werden wir das schon merken. Und der Zug wird das auch merken mit dem Hänger, den ich hinten habe. Wird er sich freuen dann, wenn er da reinsimmelt in den Schwertransport. Das geht nicht unbeeindruckt an ihm vorüber, denke ich mal. Was ist denn da? Da wird ein bisschen schlingelig die Straße jetzt, wa? So wie das aussieht. Ja, was denn nun? Überhol er auch. Wie so klein tünnes, ey. Ja, jetzt musst du dahinter bleiben. Glaubst du nicht, dass ich hier mit 70 hochknall, oder? Mal ganz davon abgesehen, dass ich das auch nicht kann. Gleich wird es richtig kurvig. Ich sehe jetzt schon, wie Serpentin, wie sich das daher schlängelt. Da geht bestimmt hier den Berg hoch. Da wird sehr lustig. Da werden wir mit einer super spitzen Höchstgeschwindigkeit von 20 oder so, werden wir da hochtingeln. Mal 50 darf man, ne? Macht euch keinen Kopf. So schnell werden wir nicht. Komm hoch. Ah, da steht es ja. 7%? 11%? Was habe ich da gesehen? So genau habe ich das nicht gesehen. Ach, ich kann den Spiegel wieder ausmachen. Hinter mir ist eh egal. Ach nee, doch nicht. Ich muss ja sehen, wenn ich irgendwo die Schilder mitnehme. Oh, da ist ein Moped. Hinter mir ist ein Moped. Ja, der könnte doch nur wirklich vorbeifahren. Der braucht doch nicht warten, bis ich mich hier hochgequengelt habe. Kommt aber doch erstaunlich hoch, gut hoch hier. Naja, das war jetzt die Außenkurve, das ging noch. Jetzt ist es gleich interessanter, da kommt die Innenkurve. Na, da schauen wir mal, wie der Manni das macht. Das macht der Manni, das kriegt er hin. Manni, das machst du. Na, jetzt hier schön. An Mittelstreifen schön ranfahren, aber nicht drüber, damit du den Gegenverkehr nicht beeinflussen tust. Und dann, jawohl,
Das sieht doch ganz schön hier aus, ne? Schöne Gegend. Ich war mal in Tunesien. Ich muss sagen, es gibt hier, also hier in Tunesien, jetzt nicht hier bei uns, sondern hier in Tunesien. Ich tue jetzt so, als wäre ich hier in Tunesien. Hier gibt es so viele Skorpione. Da kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Da kommt er. Ja, guck mal. Ja, der musste nicht warten. Wow. Auch mich bestimmt nicht. Es gibt so viele Skorpione. Das ist unglaublich. Da muss man also wirklich, da sollte man keinen Schritt barfuß irgendwo durch Steppe laufen oder sonst was. Das macht wenig Sinn. Schönes, festes Schuhwerk. Die Kinder kriegen sogar ein, zwei Tage im Jahr frei, wo die dann Skorpione jagen gehen. Von der Schule, also schulfrei. Da gehen die Skorpione jagen. Das ist schon sehr krass. Und dann kriegen sie die natürlich vergütet, das ist normal. Ja klar. Ja komm. Jetzt aber. Stardew Valley. Ja, der Mann, der den Schwerlaster hier hoch. Der Mann bringt den Schwerlaster nach Russland hin. Sagen wir dir da, was zu baggern hat. Es gibt kein Baggern, das ist ein Kran, sondern egal. Ja, der Mann ist ein toller Typ. Er reibt sich noch auf, nur für euch. Ja, der Manni, der fährt jede Ware überall hin. Hauptsache, er dient euch, sagt der Manni immer. Und ich bin zu schnell. Mann, das muss doch passen. Da macht er mal einen Blitz, Blitz, da kriegst du schlechte Fotos zu einem Top-Preis. Da wollen wir ja mal gar nicht. Das ist was, was wir jetzt gar nicht wollen. Und überhaupt nichts. Aber jetzt können wir wieder ohne Spiegel fahren. Ist alles gut. Kann nichts mehr passieren. Was soll uns passieren? Was interessiert mich, was hinter mir ist? Nicht die Bohne sozusagen. So. Tanken brauchen wir auch noch nicht. Ja, noch lange nicht. Außerdem ist das hier nicht teuer genug. Wir tanken irgendwo in Europa, wo ein Liter 1,50 kostet. Das ist doch viel besser als hier 56 Cent oder so. Das brauchen wir hier nicht. Der muss ja besser sein, das wäre ja nicht teurer, der Sprit. Ne, so eine ganz einfache Angelegenheit. Kann der Sprit schlechter sein, ne? Wenn er teurer ist. Der kann nur besser sein. Das wäre ja nicht teurer. Das ist ja ganz einfach. Was teuer ist, ist gut. Das sieht man doch. Da sieht man doch schon, da fängt er schon bei der Unterwäsche ein. Wenn du dir hier die Unterwäsche holst von den Calvin Klein, ja, die ist doch besser als die von C&A. Muss doch. Die hält ja fünfmal so lange. Also bitte. Da musst du dir auch keinen Kopf machen. Und dann steht ja auch drauf. Ne? Calvin Klein steht da drauf. Also muss die auch besonders gut sein. Bei C&A steht drauf, Palimo oder Palambo oder so was. Also Müll, ich könnte da drauf drücken. Ne, wer will denn das? Oder Schuhe. Wer kauft denn einfache Schuhe irgendwo, wenn er, ne, Nike-Schuhe kriegen kann, die extra von Kinderhänden gefertigt wurden in Indien, ne, zu einem Preis, was die Kinder da verdienen, da arbeitest du hier, weil die im Monat kriegen, da arbeitet sie ja glatt eine Stunde für fast. Ne? Und dann müssen die ja gut sein, die Nike-Schuhe. Sonst wären die ja nicht so teuer.
Ne? Ist also qualitativ hochwertiges Zeug, auf jeden Fall. Handarbeit, kannst du nicht anders sagen. Ist echte Handarbeit, die Kinderhandarbeit. Kannst du gleichzeitig mit dem Teppich kaufen, den die Kinder geknüpft haben. Was natürlich alle sofort verteufeln, ne? Das ist ja Kinderarbeit, das geht ja gar nicht. Aber wenn Nike die Schuhe machen lässt, ist das was anderes. Dann ist das... Das hat was damit zu tun, weil die haben, die müssen, das müssen Kinder machen, weil die müssen ja ganz exakt geklebt werden und das können nur kleine Hände. Ja? Das können nur kleine Hände kleben, solche Schuhe. Ja, das ist für große Schuhe, für große Hände wäre das gar nicht möglich. Und deswegen ist das auch okay. Ja? Und auch der Preis ist absolut gerechtfertigt, weil die haben ja unheimlich hohe Transportkosten, dann müssen sie auch bezahlt werden, das soll man so sehen. Ne? Sind ja nicht nur die kleinen Händen, die bezahlt werden müssen, es sind ja auch die hohen Transportkosten aus Indien. Wenn du die hier rüberholst, das kannst du schlecht mit dem Fahrrad machen, also das, ne? Das muss schon mit dem Schiff oder so passieren und das kostet ja alles Geld. Ne? Also, keine Frage. Und dann werden die, dann kommen die nach Amerika. Und dann werden die von Amerika hierhin geschickt. Ja, und das ist ja wieder Transport. Ja, und dann musst du dich nicht wundern, dass sie so teuer sind. Ja, keine Frage. Habe ich verstanden. Absolut verstanden. Also ich weiß, wie die Wirtschaft funktioniert. Keine Frage. Könnt ihr mich fragen, wenn ihr was nicht wissen wollt? Könnt ihr mich gerne fragen. Ich kann es euch nicht erklären. Super. Da können wir uns dann zusammentun. Du willst nichts wissen und ich will nichts sagen und du willst nichts fragen und ich will nichts erzählen. Also sind wir da praktisch schon zusammen. Ja. Naja, so sieht das aus. Und auch gar nicht anders. Naja, so ist das. Ja, guck mal, wir sind in El Hammer. Ey, hast du mal einen Hammer für mich, El Hammer? Das El Hammer ist, glaube ich, der Bruder von El Bundy, oder? Ach, der war wohl ab. Ja, ich weiß, der war total scheiße. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. So ein scheiß Witz, der wird... Also, von mir wirst du so einen scheiß Witz nie nochmal hören. Das kann ich dir schon mal ganz deutlich zu verstehen geben. Na? Nein. Was wolltest du machen? Ist halt so... Oieieie, da kommen noch jede Menge Serpentinen. Und da läuft mein Lieblingslied. Schwarze Krause, komm nach Hause und rauch erstmal eine schwarze Krause. Ach, wer meine Let's Plays gesehen hat, der kennt das Lied. Hey Money, hast du eine schwarze Krause, dann komm nach Hause und dann geht's dir gut. Ach Money. Meine lieben Freunde, was soll ich euch sagen? Wir verlassen El Hammer und ich werde mich hier, Hammer oder nicht, mal eben am Wegesrand eine Abstellung vornehmen. Denn ich muss euch sagen, es tut mir sehr leid, aber wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst ein Däumchen da. Wenn nicht, lasst trotzdem ein Däumchen da. Dann halt in die andere Richtung. Aber dann sagt mir wenigstens, was euch nicht gefallen hat. Wäre auch schön dann. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr seid noch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, Manny Kozlowski fährt mit den dicken LKW, den kleinen LKW um die Welt. Bis dann. Macht's gut. Ciao.